Geht's jetzt wie immer weiter mit den Kollegen von Sportlich unterwegs und die sind heute in Neuss bei den Landesmeisterschaften im Karate. Und Karate heißt ja leere Hand. Und was man damit alles Gutes oder Schlechtes anstellen kann, das wissen wir natürlich noch alle aus den Karate-Kid-Filmen. Und von daher sind wir gespannt, was denn Peter Grossmann mit seiner leeren Hand so alles anstellen kann. Meine Hand ist nicht ganz so leer. Hallo Ocker, liebe Zuschauer, schönen guten Tag. Denn in meiner Hand ist erstens Mikrofon und zweitens geht es auch darum, dass ich gar kein Karate-Kid war, sondern eher so ein Football-Kid. Fasziniert, muss ich sagen, hat mich das Ganze natürlich schon. Aber was ist Karate überhaupt? Woran denken wir, wenn es um Karate geht? Ich sag's Ihnen mal, woran Sie garantiert denken. Das ist Bata Zumberovic, ein Mann, der hier bei der TG Neuss ist. Das ist der Veranstalter dieser Landesmeisterschaften. Ein Mann, der uns zeigen will, einen Bruchtest. Das gilt zum einen für seine Knochen, zum anderen aber natürlich auch für die Steine, die er durchschlagen will. Und das kennen wir ja. Das ist so eine Art Show. Das ist das, was in vielen Fernsehsendungen schon zu sehen war. Konzentration jetzt von ihm. Und Achtung, ja, mal eben vier Dinger durchgesemmelt. Bata, Glückwunsch, großartig. Also, das ist das, was wir kennen. Das ist klar, die Show. Aber das, was hier gemacht wird, heute schon den ganzen Tag, das ist der Sport, der sportliche Anteil. Nennt sich Kata und Kumite. Das sind diese beiden sportlichen Abwandlungen. Wir werden die noch erklären im Laufe unserer Sendung hier. Und zum anderen ist es natürlich, da geht es auch um Konzentration. Und ich zeige Ihnen mal ein Gesicht einer Teilnehmerin. Da können Sie ganz eindeutig sehen, wie konzentriert die zur Sache geht. Hier, Olivia Kittel ist es. Achtung. Ganz angespannt. Und dann die Explosion. Und das ist es, wobei es bei dieser Sportart durchaus geht. Denn diese Sportart zählt genau das zu ihren wichtigsten Kriterien. Hinten sind jetzt die Wettkämpfe im Kumite schon zu Gange. Aber was im Laufe des Tages passiert ist, sehen Sie jetzt. Und Sie sehen viel mehr noch Konzentration und Leistung. Körperbeherrschung in Reinkulturen. Sie haben schon gesehen, worum es geht. Einmal sind die so für sich alleine, machen so eine Choreografie allein und einmal kämpfen sie gegeneinander, ohne großartig Kontakt miteinander zu haben. Das passiert gerade auch bei uns hier im Hintergrund bei Kumite nämlich. Aber wie gesagt, später dazu mehr. Jetzt erstmal lernen wir einen Mann kennen, der die ausbildet, die dort vorne auf der Matte sind. Nämlich ein Mann, der als Landestrainer, einer der bekanntesten Trainer in Nordrhein-Westfalen ist. Und der hat einen ganz schönen langen Arbeitstag. Seine Arbeitstage haben selten weniger als 12 Stunden. Wenn Dirk Schauenberg spätabends den Karate-Landesleistungsstützpunkt in Neunkirchen-Flüen verlässt, hat er einen vollgepackten Tag hinter sich. Nee! Früh morgens, Büro, Tagesplanung seiner Trainingsgruppen, anschließend Fahrt nach Düsseldorf. Dirk Schauenberg ist nicht nur Karate-Trainer. Seit 7 Jahren ist er auch Fitness- und Koordinationschef der Zweitliga-Fußballer von Fortuna Düsseldorf. Der mehrfache deutsche Karatemeister war sogar 1991 einmal Weltcupsieger. Heute betreut und leitet Dirk Schauenberg über 180 Aktive in seinem Leistungszentrum am Niederrhein. Am frühen Nachmittag Training der Kinder- und Jugendgruppen. Karate, eine Sportart, die Selbstvertrauen gibt. Man fühlt sich dann halt sicherer, weil man das halt jede Woche so 3-mal macht und dann halt immer dieses, also man hat das Gefühl, dass man es kann und dann fühlt man sich auch sicherer. Und falls was passiert, dass ich mich verteidigen kann, ja, das war das Wichtigste und dass ich Spaß habe. Es macht einfach Spaß, so viel Power immer da reinzustecken. Ich habe mal so ein Probetraining mitgemacht und das fand ich halt ganz interessant. Habe ich gesagt, okay, probier's mal und ja, bin jetzt seit 6 Jahren dabei. Ich habe in meiner langjährigen Zeit jetzt als Karate-Trainer ganz, ganz oft festgestellt, dass Kinder, die über längeren Zeitraum hier sind, sich ganz anders benehmen, ganz anders werden. Und das höre ich dann auch von den Eltern zurück. Es ist mittlerweile 19 Uhr. Dirk Schauenberg trainiert nun seine Wettkampfgruppe.
Magst du Yami? Nach der Begrüßung geht's hier richtig zur Sache. Eine der talentiertesten in Schaumbergs Gruppe ist die 17-jährige Olivia Kittel. Im vergangenen Jahr wurde sie deutsche Juniorenmeisterin. Karate ist ihr Leben. Also ich mache Wettkampf jetzt schon seit einigen Jahren und Begeisterung ist einfach, man hat immer irgendwas zu arbeiten, man hat immer irgendwas, um zu verbessern und es ist immer eine neue Anspannung. Also ich bin schon so lange dabei, aber es gibt immer höhere Wettkämpfe jetzt und einfach die ganze Anspannung, sich selber zu finden, irgendwie sich zusammenzureißen und zu kämpfen. Bis 9 Uhr abends ist der 42-Jährige mit seinen Schützlingen voll konzentriert bei der Sache. Erst danach ist der lange Arbeitstag des Karatemeisters zu Ende. Ja, und wir haben gelernt, Dirk Schaumberg ist ein vielbeschäftigter Mann und jetzt auch noch an der Matte. Ja, als Landestrainer ist das natürlich klar. Wir sehen jetzt hier Kata. Ja, das ist sowas wie eine Choreografie, etwas Vorchoreografiertes, was die Athleten hier auf der Matte machen. Was bedeutet das? Also das ist, wie gesagt, eine Kür. Da darf man die Technik nicht ändern. Und hier wird Dynamik, Synchronität, gerade im Teamwettbewerb bewertet, Ausdruck, Kampfgeist. Und auch jetzt gleich sehen wir auch die Athletik. Jetzt kommt gleich ein Sprung. Und daran können sich die Kampfrichter dann ihre Wertung erarbeiten und dementsprechend dann nachher für das Team, für das bessere Team ziehen. Worauf achten die Kampfrichter denn eigentlich ganz genau? Ja, wenn man sieht, erstmal auf synchrone Phasen, auf den Kampfschrei, der synchron kommen muss, auf die technische Ausführung natürlich auch. Und jetzt sehen wir gleich einen freien Teil, der nochmal die Anwendung dieser Kür zeigt. Also so würde es im Kampf eigentlich Mann gegen Mann sozusagen draußen sein? So könnte es sein, genau. So könnte es sein. Und das wissen wir nicht. Und jedes Team hat dort seine eigene Vorstellung, um das zu interpretieren. Das sehen wir jetzt. Das heißt, diese Kür fassen die jetzt zusammen. Und auch da achten die Kampfrichter auf ähnliche Details? Ja, und natürlich bewerten sie hier auch die Kreativität und Anwendbarkeit. Also es ist jetzt nicht sinnvoll, mehrere Salti zu machen und sagen, das war's, sondern das muss nah an der Kata sein und trotzdem muss es Spannung hervorbringen, Kampfgeist zeigen. Und ja. Wir haben schon gelernt jetzt, glaube ich, dass das nicht nur auf die Knochen, sondern auf die Ohren auch geht. Das ist relativ laut, was die da immer schreien. Ja, das ist natürlich der Ausdruck von Spannung, von Körperspannung. Ja. Wenn man jetzt die Atmung hört, damit spannt der Athlet seinen Körper an und die Muskulatur ist dann einsatzbereit. Ja. Das sind ja Landesmeisterschaften, welchen Stellenwert hat das Team zum Beispiel, das jetzt gerade hier auf der Matte ist? Also das gehört zu unseren vorderen Teams, ist auch noch ein sehr junges Team und dementsprechend hoffen wir natürlich, die auch wieder auf den deutschen Meisterschaften zu sehen. Ja, weil es ist die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft ist natürlich das Ziel für viele Athleten, die heute hier hinkommen. Ist nämlich eine Möglichkeit dabei. So, wenn Sie jetzt sagen würden, war das eine gute Kür oder war das eine schlechte, wie würden Sie es bewerten? Das war erstmal eine gute Kür. Bis jetzt kann ich noch nicht sehen an Fehlern. Ich weiß allerdings noch nicht, wie die anderen sind. Von daher muss man das erstmal so werten und sagen, das wäre erstmal gut. Wir haben jetzt hier Männer gesehen, aber es gibt natürlich jede Menge Frauen, die den Sport betreiben. Das war allerdings, komischerweise werden wir gleich sehen, in der Vergangenheit nicht immer so. Als Karate noch nicht so ganz bekannt war und die Schwarz-Weiß-Bilder noch liefen, zeigte sich, die Frauen waren nicht so gerne gesehen bei den Autoren mancher Beiträge. Unsere historischen Bilder, wunderschön. Dieses Mädchen beherrscht Karate, jene gefährliche Art der Selbstverteidigung, die man nun auch in Nordrhein-Westfalen als einen Sport betreibt. Die ersten Karatevereine in Deutschland wurden Ende der 50er Jahre gegründet. Anfangs hatte Karate aber keinen leichten Stand. Zuschlagen, zertrümmern. Für die Medien war Karate nur das Training zum Töten. Man könnte sich für eine Frau einen schöneren Sport vorstellen. Trotz aller öffentlicher Kritik gründete sich 1961 der erste Karateverband. Lehrmeister aus Japan wurden eingeflogen, um Technik und die fernöstliche Philosophie des Sports zu vermitteln. Der Karatesport kämpfte weiter gegen sein schlechtes Image. Ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis wird zur Pflicht, um überhaupt Mitglied in einem Karateverein zu werden. Und nach dieser tänzerischen Einlage treibt der Stumpfsinn in Reih und Glied neue Blüten. Kampfkunstfilme aus Asien und Hollywood treten dann in den 70er Jahren einen kleinen Karate-Boom los. Auch wenn das hier eher weniger mit richtigem Karate zu tun hat. Die Hallen in Deutschland füllen sich immer weiter. In den 80er Jahren ist Karate auch hier längst ein angesehener Wettkampfsport. Und deutsche Sportler sind erfolgreich bei Europa- und Weltmeisterschaften. Damit das auch noch lange so bleibt, setzt man beim Karate-Nachwuchs auch weiter auf die Hilfe der Meister aus Fernost.
Dieser Verein hier in Neuss ist sehr rührig, was diese Veranstaltung angeht und vor allen Dingen auch noch mehr engagiert. Es ist nicht der bekannteste Verein, aber es gibt Bochum, es gibt zum Beispiel auch Neukirchen-Flühen. Und die Frau, die jetzt hier steht, die kommt aus Neukirchen-Flühen. Olivia Kittel heißt die und ja, die hat uns ein paar Gürtel mitgebracht. Also ich sehe schon mal, du hast einen roten Gürtel, guck mal, ich habe einen schwarzen Gürtel. Welcher ist denn besser? Ich würde sagen, vielleicht im Breitensport wärst du dann ausnahmsweise mal besser, aber im Wettkampf spielt es gar keine Rolle. Also es gibt nur Rot und Blau halt und ja, der Rote gewinnt nicht, aber beginnt halt eben und Blau ist halt als Zweites dran. Von daher spielt es keine Rolle, welchen Gürtel man eigentlich hat. Und trotzdem denken ja immer alle über das Karate nach und über diesen schwarzen Gürtel, das Maß aller Dinge. Ist das tatsächlich so? Strebt man dem nach, wenn man einmal mit dem Karatesport angefangen hat? Ja, irgendwie schon. Also wenn man jetzt nicht unbedingt im Wettkampf jetzt so tätig ist, dann denkt man schon, das Gürtel halt eben immer, Prüfung ist immer die neue Herausforderung. Und da ist der Schwarzgürtel natürlich Höhepunkt, weil Schwarzgürtel ist immer der höchste, davon gibt es dann noch 9, aber ist immerhin halt Meistergrad. Olivia, du hast was für einen Gürtel? Ich habe einen Braungurt. Der Braungurt. Und der ist weit weg vom Schwarzen noch? Nee, ne? Nee, das ist die letzte Stufe. Also ich kann als nächstes den Schwarzgurt machen. Gut, und sie ist sehr erfolgreich bei der Europameisterschaft in Baku mit teilgenommen. Junioren, eine deutsche Meisterin bei den Junioren gewesen. Juniorinnen, muss man sagen. Klasse. Diese Sportart hier, die wir hinten sehen, Kumite, ist das deine? Nee, ne? Nee. Ich mache Kata, nur Kata. Das haben wir eben schon gesehen, diese Choreografie. Und deswegen müssen wir kurz nochmal über diese Sportart reden. Vielen Dank, Olivia, viel Erfolg weiterhin. Denn das, was wir da hinten sehen, hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Man geht ja mit so Urteilen, manchmal auch mit so Vorurteilen in so eine Veranstaltung. Und dann habe ich gedacht, das, was wir da jetzt sehen, sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus, naja, Boxen, Kickboxen. Ich habe gedacht, das kann doch kein Karate sein. Ne? Ja, Sie sind Landestrainerin und müssen das eigentlich wissen. Sagen Sie, diese Vorurteile hören Sie das öfter mal, dass das kein Karate ist? Oder wie kann man erklären, wie, in welcher Form das eine Karate-Sportart ist? Also erklärbar ist es, das ist die Wettkampfform. Das ist eine Form des Karates. Ja. Es gibt ja auch noch verschiedene andere Formen. Aber das ist, wie gesagt, die Wettkampfform. Da soll unter bestimmten Kriterien Techniken an den Partner gebracht werden. Also die sollen berühren, aber nicht verletzen. Zum Beispiel gibt es für eine Fausttechnik 1 Punkt, für eine Fußtechnik zum Kopf 3 Punkte. Also, man muss noch mal sagen, die sind gut geschützt nämlich. Die haben Brustschützer, die Frauen. Haben auch natürlich Mundschutz dabei, Schienbeinschutz und auch Fußschutz. Aber trotzdem, die einen machen es als Selbstverteidigung, die anderen machen es als Sportart, die anderen machen es, um fernöstliche Weisheiten für sich zu haben. Ist Karate so breit aufgestellt? Ja. Das Karate ist das ein Leider? Nein, super ist das. Ist doch, das ist ja nur das Wettkampfgeschehen. Das macht man in einem gewissen Alter und danach bieten sich alle Möglichkeiten im Karate. Also Karate ist wirklich wegbegleitend. Wenn es Eltern gibt, die jetzt sagen, Mensch, gut, das sieht jetzt ziemlich wüst aus, ist Karate für meine Kinder eigentlich die richtige Sportart, wenn sie Selbstbewusstsein tanken wollen oder auch Selbstverteidigung erlernen wollen? Ja oder nein? Ja, auf jeden Fall. Ob koordinative Fähigkeiten, Karate ist so breit aufgestellt im Training auch wenn man nicht Richtung Wettkampf geht, für jedes Kind zu empfehlen. Ja. Also das ist schon mal eine klare Botschaft, was ich hier gesehen habe am heutigen Tag. Ich kann das nur unterstützen. Und dann spielt eine wichtige Rolle diese beiden Fähnchen. An der Seite sitzen nämlich Kampfrichter, die entscheiden hinterher nach einem Kampf, wer hat gewonnen. Rot oder Blau, und die ziehen dann diese Fähnchen. Würden Sie jetzt hier hinten, wenn Sie mal rüber gucken, Blau oder Rot ziehen? Das ist ein Generationenkampf, Jung gegen Alt, aber ich fürchte, Jung gewinnt. Sie fürchten das? Nein. Ich denke, Rot gewinnt. Rot gewinnt. Dann habe ich natürlich die richtige Fahne hier parat. Außerdem am Frankfurter Flughafen, da streiken gerade die haben. Da können wir die schön in der Hand haben. Das war's von uns aus Neuss, aus der Sporthalle von den Landesmeisterschaften Karate und Kumite und Kata. Also alles zusammen eine tolle Sportart. Und während die sich noch mühen, haben wir jetzt Feierabend und wir freuen sich weiterhin auf das WDR-Programm. Das war's von uns. Tschüss aus Neuss.